Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin und vielen Dank nochmal für die vielen tollen Bilder, die ihr letzte Woche unten drunter gepostet habt. Heute haben wir wieder eine Aktion. Heute im Magazin, erstens, Kapitän Mai nimmt uns mit auf seine ganz persönliche AIDA-Reise. Dann gehen wir mit Entertainment Manager Tobi durch Oslo und dann lernt ihr die Familie Wu kennen. Also zwei Familienmitglieder der Familie Wu. Viel Spaß! Wir haben mal unseren Kapitän Thomas Mai auf der Brücke besucht und er hat mit uns seine ganz persönliche Seefahrergeschichte geteilt und das, wie er zu AIDA gekommen ist. Und da bin ich ihm wirklich sehr dankbar. Danke Thomas Mai und viel Spaß euch. Ja, also in frühester Kindheit hat sich bei mir herausgebildet, dass ich gerne zur See fahren mal möchte. Das war so in der dritten, vierten Klasse. Bei mir in der Familie ist überhaupt keiner, der irgendwelche seefahrerischen Ambitionen hatte. Und dieser Berufswunsch, der hat sich dann auch immer verfestigt weiter. Und dann habe ich den Beruf gelernt als Matrose, dann später auch als Matrose auf richtigen Frachtschiffen gefahren. Und danach auch ein Studium an der Seefahrtsschule in Warnemünde-Wustrow abgeschlossen über 4,5 Jahre. Und ich bin dann 1996 mit der Gründung von AIDA Cruises in die Passagierschifffahrt gewechselt, weil AIDA ist ja aus einem Teil der deutschen Seereederei entstanden. Wollte das mal ein halbes Jahr machen, ja, warum nicht, habe ich gesagt, kann man nur lernen. So, und ich bin dabei geblieben, weil auch die Entwicklung natürlich der Passagierschifffahrt mit dieser Zeit rasant vorwärts ging. Gerade dieses neue Produkt AIDA, was es vorher nirgendwo in Europa gab. Ja, als Kapitän hat man natürlich die Oberfunktion an Bord. Wir haben über 600 Mann Besatzung. Und die müssen natürlich geführt werden und für die Gäste natürlich der Kapitän die erste Instanz, der Ansprechpartner in allen Bereichen. Und aber mein Arbeitsplatz ist nicht nur die Brücke, wo wir jetzt gerade stehen, sondern ich habe natürlich auch ein Büro. Da gibt es viel zu schreiben, zu lesen, zu organisieren, gerade zu organisieren. Dafür habe ich meine Bereichsleiter, mit denen ich mich immer kurz schließe, am Tag mehrere Male. Die Gäste sollen sich glücklich, die sollen sich sicher fühlen, die sollen hier ihre schönste Zeit im Jahr verbringen und das möglichst so, dass sie nach ihrer Reise sagen, das war so schön auf dem Schiff, das machen wir noch einmal. Also ich mache keine AIDA-Kreuzschifffahrtreise, dort wo viele Menschen sind. Ich bin eher dann unterwegs, dort wo man mehr alleine ist, wo mehr Natur ist, aber sehr aktiv. Aber wassermäßig komme ich schon nicht weg. Also ich wohne in einem Bereich dort, wo zwei Flüsse zusammenfließen, wo Seenlandschaft ist, wo ich einen Blick habe aufs Wasser. Und ich bin auch wassersportlich aktiv mit Stand-up-Paddling oder auch mit dem Paddelboot gerne unterwegs. Habe aber auch ein paar andere Hobbys, so, wo ich mich dann gut erholen kann und dann wieder voll und aktiv nach meinem Urlaub wieder da bin. Wenn ich mal einen Kaffee trinke, gerade zum Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, schöne Fahrtgebiete, wo wir irgendwo in den norwegischen Fjorden fahren, dann bin ich natürlich gerne auch auf der Brücke. Das ist schon der schönste Arbeitsplatz, können wir wirklich so sagen. Und jetzt nimmt euch Entertainment Manager Tobi mit nach Oslo. Wir besuchen den Holmenkollen, die berühmte Sprungschanze. Und danach gehen wir ins Skulpturenpark. Habe ich beides auch schon gemacht, war richtig klasse. Viel Spaß!1892 war es soweit. So sah die erste Skisprungschanze am Holmenkollen aus. Damaliger Schanzenrekord 21,5 Meter. Hier hinter mir befindet sich der Backen, wo sich die mutigsten Skispringer herunterwagen. Der beste von ihnen 2019, er hat mit 144 Metern den Schanzenrekord erneuert und aufgestellt. Und diesen Ausblick hat er vor seinem Sprung genossen. Wir sind nun im Wiegeland Skulpturenpark angekommen. Hinter mir steht der Schöpfer dieses tollen Parkes, Gustav Wiegeland, und er hat ganz besondere Statuen erschaffen. Jetzt sind wir beim absoluten Höhepunkt angelangt. Hinter mir befindet sich die 17 Meter hohe Marmorsäule, die aus 121 Skulpturen besteht.
Vom Wiegeland Skulpturenpark sind wir jetzt hierher in die Stadtmitte gekommen. Hinter mir befindet sich nämlich das Rathaus. Was hat eigentlich Gustav Wiegeland damit zu tun? Ganz einfach, ich sag's Ihnen. Er hat eine der ersten Friedensnobelpreismedaillen entworfen, die alljährlich hier im Rathaus zu Oslo verliehen werden. Wir ziehen jetzt aber ein Stückchen weiter die Straße rauf und stehen dann vorm Königspalast. Let's go! Das Schloss umfasst 173 Räume, gehört aber somit zu den eher kleineren Residenzen Europas. Das hier ist heute unser fantastischer Liegeplatz. Und dass er auch was ganz Besonderes ist, das lässt sich hier ganz schnell verdeutlichen, denn wir liegen direkt an der Oper Oslos. Die Bauform der Oper, die gleicht einem Eisberg. Und ein italienischer Künstler, der übrigens in Deutschland angesiedelt ist, hat 2010 gesagt, wir setzen noch einen kleinen Eisberg direkt vor die Oper, aus Stahl und Glas gebaut. Ganz hinten und ganz oben am Holmenkollen, da hat es heute begonnen. Unser Tag in Oslo. Mein Fazit fällt super positiv aus. Wir haben nette Menschen kennengelernt, viele Sehenswürdigkeiten gesehen und ich freue mich jetzt trotzdem wieder zurück an Bord zu kommen. Ihr Entertainment Manager, der Tobi. Wir bei AIDA haben ganz, ganz viele Gastkünstler bei uns an Bord und die stellen wir euch ja immer auch gerne vor. Und jetzt kommen zwei besonders bunte Vögel und ich probiere es mal richtig zu machen. Tante Wu und Roman Hu. So heißen die beiden, die Familie Wu-Hu sozusagen. Und ja, die sind wirklich unglaublich lustig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ihr habt doch sicher schon Gastkünstler bei uns getroffen und dann postet doch mal hier unten eure Bilder mit unseren Gastkünstlern. Lektoren gelten auch, Edutainer gelten auch. Viel Spaß! Ich darf Ihnen ganz zwei besondere Gastkünstler vorstellen, die ich nicht nur aus Hamburg kenne, die ich privat sehr gut kenne und die bestimmt viele Gäste inzwischen auch sehr gut kennen. Den einen Herrn erkennen Sie mit Sicherheit, denn auf der Bühne sieht er natürlich genauso aus. Und hier zu meiner Rechten Tante Wu. Ich sehe auch fast genau. Ich winke so gerne. Ich sehe es schon. Aha. So, Schatz, jetzt die klassische Frage, warum winkst du jetzt heute Abend jetzt so ums Verrecken? Ich hab dir doch gesagt, ich brauche einen Schiffsschatten. Wir kennen uns sogar noch aus München. Mhm. Müssen wir schon weit zurückdenken. 91. Ja, das oh ist Gott, der Staatsoper ja. Unter August Eberding. Oh Gott, 2012 habe ich irgendwie gedacht, mein Gott, es musste auch noch was anderes geben und die Bühne ruft und ich war gerade als Operndirektor habe ich gerade aufgehört und da dachte ich bei mir, ach machst du das einfach mal, ich mutig in den Kosmetikladen mir einfach die erste Schminke gekauft. Roman hat immer gesagt, egal wie es aussah, ach sieht toll aus, sieht toll aus, sieht toll aus. Und dann kamt ihr ja nur wirklich schon sehr schnell ins Spiel. Du, wir haben zusammen dann Konzerte gemacht mit der Polizei Big Band zum Beispiel und dann fiel Stefan aus für das Novemberkonzert. Durch deine Erkrankung habe ich Karriere gemacht. Dann habe ich Roman gefragt, hast du Lust mit einzusteigen und dann mit mir das Konzert zu machen? Und dann haben wir beide das Konzert gemacht und seitdem war es eigentlich geboren. Ein Leben lang mit dir, ein Leben, das ich spür, ein Leben lang zu zweit, you are my day. Sunshine. Wo will Tante Wu und Roman Hu hin? Carnegie Hall? Ich habe immer gesagt, solange wir nicht in Las Vegas sind, nehme ich das nicht ernst. Heute bleibe ich nicht mehr dabei, weil jetzt wir haben schon solche Momente, wenn wir wie bei euch auf der Showbühne von der AIDA Soul oder AIDA Ma, auf der wir jetzt sind, wenn man mal daran denkt, was das für Licht ist und was das für Geräusche sind, das hat ja schon große Showmomente für uns. Ich sehe für uns schon eine schöne Zeit jetzt gerade. Und wir sind uns auch darüber einig, und ich glaube, das ist wichtig zu sagen, wir sind uns darüber einig, jetzt gerade läuft es, wir haben Erfolg, so, man mag uns, wir machen das so lange, bis wir merken, es verändert sich was und dann ist es auch okay. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch mit euch beiden und Sie, liebe Gäste, freuen sich auf eine Ihrer nächsten Reisen, vor allem, wenn diese beiden, also Tante Wu und Roman Hu, auf der Bühne sind. Die Sonne und du, gehören dazu. Die Sonne und du.
gehören dazu. Und stimmt's, jetzt habt ihr richtig Lust bekommen, mal ein paar Gastkünstler zu erleben, Kapitäne zu treffen oder auf große Fahrt zu gehen. Und das könnt ihr am besten mit uns. Und wie das alles geht, das erfahrt ihr in eurem Reisebüro oder auf www.aida.de. Und wie jede Woche, auch diese Woche, die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir starten unsere Reise in Palma de Mallorca und fahren als erstes nach Olbia auf Sardinien. Es geht weiter nach Neapel und Rom. Die nächsten Häfen sind Livorno und Cannes. Noch ein Halt in Toulon und Barcelona. Und wir reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Palma de Mallorca. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Schiffen mit der wunderbarsten Musik. Und nicht vergessen, hier unten drunter könnt ihr posten die tollsten Bilder, die ihr mit unseren Gastkünstlern gemacht habt oder mit dem Ensemble. Das sind ja auch Künstler. Und by the way, was keiner weiß ist, ne? Diese Folge hat der Dave und ich alleine produziert, weil Kirsten heute nicht da ist. Und habt das gemerkt? War es anders wie sonst? Ja, schon, ne? Sie hat gefehlt. Es waren ihre Texte, aber sie hat gefehlt. Viel Spaß. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know how I feel. Sleep in peace when day's done, that's what I feel. And this old world is a new world, and a new world for me. It's a new day, it's a new life.